Hey, kennt ihr eigentlich noch Heath Ledger? Ja? Dieser ist wohl am bekanntesten durch seine Paraderolle geworden. Ich persönlich kenne ihn aber von diesem Film. In Ritter aus Leidenschaft haben wir den jungen William, der zu Mittelalterzeiten gerne seine Sterne und sein Schicksal verändern möchte, da er als Sohn eines Dachdeckers niemals die Möglichkeit hat, ein Ritter zu werden. Als die Lage schlecht für ihn und seine Freunde zu sein scheint, öffnet sich ein Weg, der noch eine größere Zukunft ermöglicht. Er gibt sich als Ritter aus und möchte an verschiedenen Turnieren teilnehmen. Dabei unterstützen ihn Roland, der Typ aus Firefly, und Vision. Für alle geht es darum, das Geheimnis verborgen zu halten, da ihn sonst die Hinrichtungen droht. Auf einem der Turniere findet er dann seine Liebe seines Lebens, Lady Joseline. Doch zugleich hält Graf Ademar um ihre Hand an und wird über die Zeit der größte Konkurrent von William. Dieser findet immer mehr Gefallen am Rittersein und wird auf dem Pferde immer besser. Als es zum Finale in seine Heimat kommt, trifft er zudem auf seinen Vater wieder. Eine wirklich rührende Szene, die mich bis heute immer wieder berührt. Doch kurz vor dem Finale findet der Graf Ademar die wahre Identität von William heraus und stellt ihn damit an den Pranger. Doch wie die Sache endet, das erfahrt ihr in einer gesamten Review, wenn ihr diese sehen wollt. Mit Ritter aus Leidenschaft bekommt ihr einen Film, der einfach nur Spaß macht. Er erzählt eine schöne Geschichte mit sympathischem Personal, ist witzig und emotional und am Ende des Filmes freut man sich einfach. Also Abo dalassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Tüdelü.